jetzt sogar auf die Kopf genommen, aber ich hab's nicht gesehen. Da war ein Bild, da war ein kleines Mädchen, so eine 10-Jährige, ne? Das hätte ich sein können und die ganze Zeit steht mir wieder vor Augen. Also es hat mich ungemein bewegt. Nicht? Also es waren Bilder, die ganz tief vergraben waren und die jetzt auch wieder hochgekommen sind. Und ich bin sehr erstaunt, was man hier zusammengestellt. Ich denke, sie findet auch zur richtigen Zeit statt, denn mit Sarrazin und verschiedenen Debatten, die wir gerade in der Öffentlichkeit haben, wird einmal mehr deutlich, wie gerade die untere Mittelschicht verführbar wird und wie sie instrumentalisiert wird, wie ihre Ängste bedient werden. All das wird ja hier auch nochmal deutlich. Meine Sorge ist allerdings, dass die Falschen nur die Ausstellung sich anschauen werden, nämlich diejenigen, die ohnehin schon skeptisch sind, was die Figur Hitler angeht. Diejenigen, die eigentlich die Ausstellung sehen müssten, werden sich wahrscheinlich hier nicht einfinden, aber das bleibt abzuwarten. Dieser Ausstellung ist also ein ganz schöner Kontrastausstellung, wo also das Propagandabild deutlich hervorkommt, aber auch der Gegensatz und der Opposition und natürlich auch die Unterseite der Gewalt. So, insofern ist es eine ganz gute Ausstellung, finde ich.